Also ja, schau, das ist ganz schön. Es ist schwer, weil die Handschrift auch. Ja, die Handschrift ist aber trotzdem. Ja, wir versuchen, die Sprache nachzubringen, weil das fängt auch mit der Stück. Ja, richtig, ja, genau. Ja. Ich habe eine zweite Geschichte, es gibt nämlich in der Fachgebung aus hier. Wird in der neuen Freien Presse umsetzen. Also, und wen schreibt ihr? Diesen Artikel hat er für die französische Zeitung geschrieben. Ja. Und da kam raus, dass dann die Zeitung übernommen. Also das ist irgendwie, das ist schon schön. Wir haben dann da den anderen großen Abschlemmer. Ja.
muss suchen. Ja, aber der ist ja auch sehr geschätzt. Ich meine, da so kann man nicht reden, weil das ist so eine sehr eigenartige Ansatz, also die Besiedlungsform in der Steinzeit auswirken auf die Kultur der Länder. Also es ist ein bisschen sehr weit hergeholt und das verwenden wir so. So ein Ansatz ist wie der Spengler, aber nur nicht ganz so durchgezogen. Ich darf Sie als Direktor der Volkshochschule Hietzing sehr herzlich hier bei uns im Haus begrüßen. Ich freue mich, dass Sie zu dieser Ausstellungseröffnung kommen. Ich freue mich zuallererst, dass die Familie von Ernest A. Schönfeld hier ist. Ganz besonders, dass die Witwe von Ernest A. Schönfeld da ist, dem wir diese Ausstellung eigentlich zu verdanken haben. Dazu werde ich ganz kurz dann auch noch etwas sagen. Und ich freue mich auch, dass Dr. Hanna Lessing-Bogener, die vom Nationalfonds der Republik Österreich heute hier ist, um über Paul Amann zu sprechen.
wie kommen wir zu Paul Amann? Ich glaube, Paul Amann ist wirklich absolut unbekannt und der Konstantin Kaiser von der Zeitung Zwischenwelt, von der Theodor Kramer Gesellschaft hat gemeint, in unserem Lexikon ist der Paul Amann auch sehr kurz behandelt. Wir haben als Volkshochschule seit 2000 das Projekt Juden in Hitzing und haben hier die Geschichten jener Familien versucht zu erfassen, die in Hitzing gewohnt haben. Und da ist Paul Amann sicherlich vorgekommen, weil er als Lehrer in der Goethe-Realschule in der Astgasse gewirkt hat und weil er damals in Hitzing, also in der Einbahngasse gewohnt hat, aber nicht weiter. Durch Zufall bin ich über Interviews mit Zeitzeugen, die in Hitzing geboren sind, auf Ernest A. Schönfeld gestoßen, den ich über seine Jugendzeit befragt habe und dann im Laufe des Interviews zeigt er mir einen Band und sagt, also meine Geschichte ist nicht so interessant, aber der Paul Amann, der war in meiner Schule und man muss sich das vorstellen, ein Literat, der mit dem Thomas Mann von 1915 bis 1952 im Briefkontakt war. Und so ein Mann, an den erinnert man sich heute überhaupt nicht mehr. Und nicht, in der Schule gibt es zwar eine Gedenktafel, aber nicht mehr. Und da habe ich gesagt, okay, das interessiert mich und ich habe gesagt, ich verspreche dir, dass ich eine Ausstellung mache dazu. Ich habe gesagt, aber es dauert ein bisschen, weil ich brauche immer ein bisschen Zeit. Dann hat es die Zeit gebraucht, die es halt braucht, um eine Ausstellung zu machen. Und leider ist halt für Ernest Schönfeld, der im Jahr 2005 gestorben ist, haben wir zu lange gebraucht. Das tut mir leid und deswegen haben wir auch diese Ausstellung ihm gewidmet. So kommt die Geschichte zu einem Ende und so ist vielleicht auch der Satz zu interpretieren, wenn die Geschichte einen Kreis schlägt, dann ist die Gravitationskraft des Zufalls stärker als jene des Vergessens. Wobei die Frage, was ist ein Zufall, sicherlich auch eine andere Frage ist. Ich glaube, wenn man sich lange mit einem Thema beschäftigt, dann gibt es für dieses Thema und für die Beteiligten keine Zufälle. Zur Ausstellung und zu Paul Mann wird jetzt Dr. Hanna Lessing sprechen. Danke. Danke. Ich bin nur Magister, aber möchte mich beim Direktor Streibl herzlich bedanken für die Möglichkeit, hier ein paar Worte zu sprechen. Ich wusste nicht, dass diese Ausstellung aufgrund eines wirklich ganz, ganz lieben Freundes, Ernest Schönfeld, der leider wirklich zu früh schon verstorben ist, entstanden ist. Daher noch dazu ein persönlicher Bezug hier und es freut mich sehr, dich endlich wieder zu sehen und Endo, dich hier auch. Ich bin Generalsekretärin des Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus und auch des Allgemeinen Entschädigungsfonds. Und im Rahmen dieser Arbeit haben wir damit zu tun, Menschen, die entrechtet, entraubt, vertrieben worden sind, materielle Entschädigung, so die es überhaupt möglich ist, zukommen zu lassen. Mit meinen Mitarbeiterinnen habe ich daher tagtäglich mit Menschen zu tun, die also dieses nicht nachvollziehbare Schicksal erleben mussten, so wie auch Paul Amann, Literat, Übersetzer und Lehrer und Brieffreund von Thomas Mann. Paul Amann wurde 1884 in Prag geboren. Wie erwähnt, unterrichtete er als Realschulprofessor in Wien, zuletzt an der Goethe-Realschule hier in Hitzing. Und daneben widmete er sich der Übersetzung von insgesamt 25 Werken aus dem Französischen ins Deutsche, darunter auch Maeterlinck, Guy de Maupassant, Romain Rolland. Und seine Publikation über Goethe wurde in Frankreich 1932 hoch akklamiert. Paul Amann analysierte in seinen Werken unter anderem den deutschen und den französischen Nationalcharakter, beleuchtete jüdische Befindlichkeiten und Assimilationsfragen, sehr aktuell.
damals in den 30er Jahren. In seinem Hauptwerk Tradition und Weltkrise versucht er, die kulturellen Unterschiede innerhalb Europas zu erklären. Hermann Broch kritisiert dieses Buch als dilettantisch, Hermann Hesse lobte es als klug. Im Jahr 1939 flieht Paul Amann mit seiner Familie nach Frankreich, fast mittellos, und 1941 gelingt es ihm, weiter in die USA zu gelangen, wo er am Mohawk College und am Champlain College unterrichtet. Mit der Annahme der amerikanischen Staatsbürgerschaft 1952 verliert er das Recht auf eine österreichische Pension. Ein Schicksal, das wir in unserer Arbeit mit den Antragstellern sehr oft erkannt haben. Die ersten Jahre nach der Emigration waren meistens durch Entbehrungen gekennzeichnet. Der Versuch, ein neues Leben aufzubauen in einem Land, das vollkommen unbekannt ist, wo man die Sprache nicht kennt, wo man ein ganz neues Leben anfangen muss. Und dann kommt noch dazu, dass nach 1945 in keinster Weise Österreich entweder diese Menschen zurück eingeladen hat oder in irgendwelcher Art und Weise in der Emigration geholfen hätte. Und so kam es eben auch dazu, dass Paul Amann auch durch diesen Verlust dieser Pensionsmöglichkeiten Geldnot litt. Und als sich dann die Möglichkeit ergab, nach dem Wiederauffinden dieser Briefkorrespondenz diese an die Bibliothek Lübeck zu verkaufen, konnte man ein bisschen Geld bekommen. Auf einer Europareise 1956 erleidet Paul Amann einen Herzanfall und er stirbt 1958 nach seiner Rückkehr in Bridgeport. Zwischen 1915 und 1952 stand Paul Amann im Briefkontakt mit Thomas Mann. Und im Rahmen der heute hier zu eröffnenden Leseausstellung wird der Briefwechsel zwischen Thomas Mann und Paul Amann zum ersten Mal dokumentiert. Direktor Streibel hat schon den schönen Satz zitiert: Wenn Geschichte einen Kreis schlägt, dann ist die Gravitationskraft des Zufalls stärker als jene des Vergessens. Und so sollte eben auch das Motto dieser Präsentation lauten, denn für uns im Nationalfonds eben sehr oft zu sehen, der Kreis schließt sich sehr, sehr spät für sehr viele unserer Antragsteller. Nun kehrt er aber nach Hietzing zurück und bekommt einen Platz im kulturellen Gedächtnis seiner Heimat. Der Briefwechsel zwischen Paul Amann und Thomas Mann zeigt nach wie vor Aktualität auf. Von besonderem Interesse scheint dabei die Frage, welche Haltung Intellektuelle gegenüber Kriegen, Konflikten und anderen unmenschlichen Regimen und Situationen einnehmen. Wenn man heute die Situation anschaut, ist das höchst brisant und aktuell. Gleichzeitig soll dieser Briefwechsel aber auch einen Beitrag zur Aufarbeitung der Vergangenheit leisten, damit das, wofür der Begriff Nationalsozialismus steht, nämlich unermessliches und unmenschliches Leid, nie wieder geschehen zu lassen, genau dafür soll dieser Briefwechsel auch stehen. Und gerade deshalb sind Projekte gegen das, also für das Erinnern und gegen das Vergessen so besonders wichtig. Und im Nationalfonds freut es uns immer wieder, auch solche Projekte unterstützen zu können. Denn eine Antragstellerin von uns hat einmal Santayana zitiert und in ihren Worten gesagt, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist zum Wiedererleben verurteilt. Deswegen sind auch solche Projekte wie dieses hier so besonders wichtig und ich freue mich deswegen so besonders, dass ich eingeladen wurde, ein paar Worte dafür sprechen zu können. Ich wünsche dieser Ausstellung viele Besucher und besonders eines soll es, sie soll Interesse wecken. Danke vielmals. Ich möchte jetzt vielleicht nur ganz kurz über die Ausstellung erläutern, wie wir zu dieser Ausstellung so gekommen sind. Und es ist eine wunderschöne Überleitung, weil damit Sie die Ausstellung hier so sehen, müssen irgendwie viele mitspielen. Und ich freue mich, dass die Iris Inck heute auch da ist, die Grafik gemacht hat. Und die Hausarbeiter sind im Haus unterwegs, die für den restlichen Teil gesorgt haben. Eine Briefedition als Ausstellung zu machen, ist ein bisschen, fragt man sich, wie geht das überhaupt? Und ich habe mir gedacht, Briefe liest man nicht so leicht, wenn sie so lang sind und mal viele Sachen drinnen sind, die einen vielleicht heute nicht mehr interessieren. Darum haben wir chronologisch beginnend von 1915 bis 1952
von jedem Brief immer nur ein großes Zitat herausgenommen. Und das, was wirklich das Spannende ist, wenn man nur diese wenigen Zitate liest, dass man die gesamte Problematik Thomas Mann und Erster Weltkrieg, ja, die ja vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ganz klar wird, die Vorbehalte, die Thomas Mann gegenüber der Demokratie gehabt hat, die Vorbehalte gegenüber dem Liberalismus und noch andere Vorbehalte auch, wobei der Paul Amann ihn wertschätzend sehr kritisiert hat. Sie haben sich dann auch richtig zerstritten, Paul Amann und Thomas Mann, weil Paul Amann gemeint hat, dass Thomas Mann in seinem Buch das mir jetzt nicht einfällt, die große Abrechnung, Tagebuch eines Unvernünftigen, es liegt unten, in diesem Buch, wo er dann im Endeffekt seine ganze Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg und wo er dann auch mit dieser Position bricht, was ja für einen Intellektuellen auch eine Qualität ist, wenn man eine Meinung eingenommen hat und dann am Ende des Tages oder dazwischen zur Meinung kommt, man hat geirrt, und das ist so in diesem Buch zusammengefasst. Aber in diesem Buch hat Paul Amann ihm gemeint, dass der Thomas Mann einige Passagen von seinem Aufsatz über Romain Rolland übernommen hat, und das hat er ihm sehr übel genommen, und im 35er Jahr greift dann Paul Amann wieder den Kontakt zu Thomas Mann auf, und sie schreiben sich dann auch während Thomas Mann in Frankreich ist und Paul Amann dann schon in Amerika ist bis 1952. Und die Antworten, die hier praktisch zu lesen sind von Thomas Mann, zeigen schon, wie sehr er ihn geschätzt hat. Und wenn da auf dieser Tafel steht, ich wünsche sehr, dass unser Kontakt sich nie wieder ganz lösen möge und bitte Sie sogar, mich auch während Sie im Felde stehen, über Ihre Schicksale mit jeweils knappen Wortlaut und so weiter auf dem Laufenden zu halten, so drückt es diese Wertschätzung aus. Und es ist, Dr. Hannah Lessing hat es schon erwähnt, dass wenn hier diese Briefe ausgestellt werden, man sich natürlich bewusst sein muss, dass es natürlich noch einen anderen Faktor des Zufalls gibt, denn diese Briefe haben, während Paul Amann in die Emigration gegangen ist, hier in Hitzing überlebt, nämlich in der Maxingstraße, den der Leiter der Handschriftensammlung, dem hat Paul Amann diese Briefe hier gelassen, damit sie in Sicherheit sind, und wie es oft so ist, die Sachen, die in Sicherheit sind, geraten in Vergessenheit, und wie der Leiter der Handschriftensammlung gestorben ist, hat es zwar in der Familie gewusst, es gibt irgendwo Briefe von Thomas Mann, die nicht uns gehören, aber wir finden sie nicht mehr, und irgendwann einmal in den 50er Jahren sind dann die Briefe doch aufgetaucht. Und dass dann Paul Amann nochmals seinen Sohn besuchen konnte und und Wien besuchen konnte, das war nur möglich, weil er diese Briefe dann letztendlich verkauft hat. Und die Tatsache, wenn man sich, das ist mir, obwohl ich mich schon lange mit dem Thema beschäftige, auch mit Emigration und Umgang mit der Vergangenheit, die Tatsache, dass jemand im Jahr 1956 quasi an die Republik Österreich, an den Fonds schreibt, bitte, ich habe eine Operation, ich brauche ganz dringend Geld, ich kann diese Operation nicht bezahlen, und die Antworten sich hinauszögern, er sagt, man gibt ihm Recht, er soll Geld bekommen, und dann ein Jahr später sagt er, es ist zwar schön, dass Sie mir Recht geben, aber jetzt brauche ich endlich bitte das Geld, und flehentlich darum ersucht. Und wenn man sich vorstellt, und mir ist es bewusst worden, da schreibt jemand, da bittet jemand um sein Recht, und es war quasi 58, und für manche ist es bis heute noch nicht zu Ende, und für manche hat sich dieser Kreis bis heute nicht geschlossen. Und wenn ich mir vorstelle, das ist ein Jahr bevor ich geboren wurde,
ist schon das Faktum gewesen, dass hier kein Schlussstrich, also keine Wiedergutmachung getätigt wurde. So ist das, glaube ich, wird das deutlicher als je zuvor. Und zum, um den Kreis auch noch zu schließen, weil wir hier in einer Volkshochschule sind, muss ich natürlich schon erwähnen, dass natürlich Paul Amann auch Vortragender in Volkshochschulen war, denn die Volkshochschulen sind immerhin auch schon 120 Jahre alt. Und wenn ich hier die Liste aus dem Archiv mir anschaue, welche Vorträge Paul Amann in den Volkshochschulen gehalten hat, so ist es wunderbar, denn über Romain Rolland, Verzauberte Seelen, über den Roman hat er einen Vortrag gehalten, 1927-28 im Volksheim Otterkring. Und ich will Sie jetzt nicht fragen, wenn Sie schätzen, wie viele Zuhörer Paul Amann damals in der Volkshochschule gehabt hat. Ich würde als Direktor mir den Boden küssen, wenn 122 Menschen zu einem so einem Vortrag kommen. Und er hat dann noch der zweitbestbesuchte, wir haben nicht von allen die Hörerzahlen, aber es gibt zwar einen anderen Vortrag über die Romane Rolands, da kommen 8 Hörer, also das ist schon der Schnitt, über den wir jetzt ganz zufrieden sind, aber dann gibt es über einen anderen französischen Jean-Richard Bloch Literaten, da hat er 105 Hörer in Otterkring gehabt. Das heißt, man sieht auch daran, welche Veränderung es auch in unserem Land gegeben hat, bildungspolitisch. Zum Abschluss muss ich noch 2 Sachen hinweisen, was Amann betrifft. Einerseits, dass zum Beispiel in der Fackel von Karl Kraus sich ein Karl Kraus einen Artikel von Amann übernommen hat aus einer französischen Zeitung, wo sich Amann beschwert darüber, dass Kraus nicht die Widmung bekommt und die Würdigung bekommt mit seinem Stück Die letzten Tage der Menschheit. Und dann gibt es einen intensiven Briefwechsel mit Rolland, der Amann ebenfalls sehr geschätzt hat. Und wenn in dieser Gesamtausgabe von Rolland ist dann ein Satz drinnen, wo er sagt, sehr viele Male fassten wir in unseren pessimistischen Vermutungen den Untergang der Kultur des Abendlandes ins Auge. Aber einen neuen Einfall der Barbaren fürchteten wir wohl kaum. Woher sollten diese Barbaren auch kommen? Es gab auf der Erde keine mehr. So schien es uns, die nicht von der Kultur durchdrängt oder wenigstens in ihrem Bann gehalten wären. Nun, gerade aus der Mitte der Kulturmenschen sind die Barbaren hervorgebrochen. Und dies ist nicht die geringste Lehre dieser Weltenstunde. Das hat allerdings Hollande nicht über die Barbaren 33-38 gesagt, sondern er hat hier natürlich die Barbaren des Ersten Weltkrieges gemeint. Und dieses Zitat, glaube ich, schließt auch einen Kreis hier, wie tragisch und prophetisch dieser Satz dann nochmals geworden ist. Soweit zur Ausstellung und zur Konzeption dieser Ausstellung. Und wir haben diese Ausstellung auch im Internet, denn man kann dann auch im Internet in dieser Ausstellung blättern und sich auch die Texte und Briefe in Langfassung ansehen. Also in dem Sinn würde ich sagen, wir haben heute zwar nicht 105 Hörerinnen, die hier hergekommen sind, aber ich weiß, dass es viele geben wird, die sich das ansehen. Man muss auch denken, dass wir natürlich viele Leute im Haus haben, die die Ausstellung
auch in dem Sinn besuchen und auch zur Kenntnis nehmen. Und Sie können sicher sein, dass es kein Zufall ist, dass dieser große eine Tafel Nummer 6 in Französisch, die zwar sehr schwer zu lesen ist, wo Amann seine Flucht nach Frankreich schildert, die ist nicht umsonst so groß, denn ich werde natürlich unsere Französischkurse sehr darauf hinweisen, und die bekommen auch die Fackel von Karl Kraus kopiert, und ich hoffe, dass dann in unseren Französischkursen Paul Amann vielleicht übersetzt wird. Und zum Schluss noch eine Geschichte, wie Zufälle spielen. Ich habe diese Ausstellung auch einigen, die ich interviewt habe, geschickt, unter anderem einen Mann, der jetzt in Montevideo lebt, Viktor David, und der hat dann geschrieben: Paul Amann kenne ich überhaupt nicht, aber ich bin sofort in meine Bücherei gegangen, und dann sucht ein Mann in Montevideo und findet Thomas Mann. Danke. Es ist eine schöne Ausstellung.
gehofft, dass Sie kommen. Ja. Hat aber nicht gewusst, wann ich nach Wien gekommen bin. Ja, gerne.